So, Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil Village und ich vermute stark, dass wir einfach die Munition verballert haben und wir einfach hier durchlaufen müssen. Deswegen nehme ich jetzt die Schrotflinte. Ich habe mal Munition hergestellt. Und dann müssen wir halt, ich Es vermute muss ihr Nest. hierhin. Ich muss von da aus darüber, hier hoch. Und dann bin ich da oben. Also einmal praktisch durchlaufen. Und die Schrotflinte nehme ich einfach nur deswegen mit, damit ich mir die einmal vom Leib halten kann, ne? Wir haben ganz kurz gucken. Leben ist auch in Ordnung. Okay, dann laufen wir durch. Ich bin der festen Überzeugung, dass es halt komplette Munitionsverschwendung ist. Warte mal, hier war noch was. So. Ja, weiter. Lauf einfach. So, weiter. Oh. Okay. Warte. Viel Spaß damit. Aber. Down. Okay, puh. Okay, das war gut. Jetzt bin. Oh, ich bin hier durch. Die Musik ist weg. Oh. Alter, das ist aber auch gemein, dass hier oben so ein Dicker wartet. Jetzt ist die Frage. Da geht's weiter, okay. Das hat mir gut getan, das Durchlaufen hier. Hui, und die Bomben waren auch gut, aber ich glaube, ist hier noch irgendwas, was ich jetzt looten konnte? Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt wieder runtergehe, dann trigger ich wahrscheinlich wieder die kleinen Viecher, ne? Ach, ja, Gott, ist egal. Er ist aber nichts mehr. Okay. Gut. Puh, das haben wir geschafft. Na, jetzt weiter. Magnum. Welche Magnum-Munition kriege, geht er ja wahrscheinlich davon aus, dass ich die Magnum auch nutze. Also ich bin der festen Überzeugung, ja, ich mit meinem Laienwissen, dass wir zeitnah jetzt auf den dicken Burschen treffen werden, den mit dem Hammer, den wir ganz vom Anfang her kennen, aus der Flinte herstellen. So. Rostige Reste, habe ich noch eins, okay. Auch noch mal her. Okay. So, und ich habe ja hier auch noch diesen Granatwerfer. Den werde ich jetzt gleich mal einsetzen. Hier unten ist die. Hier ist die Magnum. Nee, ist das die? Doch, ist die Magnum. Warte mal. Die hat bestimmt richtig viel Power, oder? Ich glaube, ich werde die mal ausrüsten, die Magnum. Schnellzugriff. Dahin.
Schrotflinte, das nicht. Ich glaube, dich. Naja, ist das, ich nehme den Granatwerfer mit. Schnellzugriff für unten. Den hatte ich noch nie in der Hand. Okay. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt noch X drücke. Wechselt er denn die Munition? Okay, wir haben einen. Was ist das? Explosiv? Oder ist das Brand? Explosiv. Das ist Brand. Oh, ich habe ganz viel Brandschuss. Okay. Gut, das sind meine Waffen, mit denen ich jetzt dann hier runtergehe. Und ich gehe fest davon aus, dass wir auf den Dicken treffen werden. Ich hoffe nur. Und wenn diese kleinen Viecher immer wieder kommen. Oh, schön. Wenn die kleinen Viecher immer wieder kommen, dann kann ich da unmöglich looten. Das kann ich dann machen, wenn ich weiß, okay, Munition ist scheißegal. Da kommt es nicht mehr drauf an. Das ist ja auch das Ding. Oh, schön. Weshalb ich den Werwolf da mir noch nicht schnappe. Weil ich halt nicht weiß, wie viel Munition brauche ich noch. Wir haben noch Heisenberg vor uns. Wir haben noch das Kerlchen hier vor uns, ne? Da habe ich ihn schon gehört. Da habe ich ihn schon gehört. Das Kerlchen halt noch vor uns. Wir haben Mutter Miranda noch vor uns. Wir haben noch ein paar Bosse hier. So ist es nicht, ne? Aber ich brauche halt, glaube ich, die Munition für die Story-Leute hier. Scharfschützenmunition. Ich kann noch eine Mine machen. Die Minen waren eigentlich auch ganz geil. Rostige Reste brauche ich aber auch für die Flintenmunition. Aber die Rohrbombe wirft er wie so ein zweijähriges Mädchen. Oder wie ein zweijähriger Junge, wie ein zweijähriges Kind. So direkt auf dem Boden, weißt du? Das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Die Minen waren ja ganz nice. Ich überlege halt schon, was könnte mich bei Heisenberg erwarten. Da, also ich glaube, gegen Heisenberg, der macht ja viel mit diesen, der zieht ja dieses Metall dann da an und macht dann da irgendwelchen komischen Spokus und kann da seine Axt zu sich holen wie Thors Hammer und so. Ich kann mir echt nicht vorstellen, gegen was ich da kämpfe bei ihm. Ich glaube, ich stell noch eine Mine her. Vorsichtshalber. Hinter diesem Spalt ist was. Hinter diesem Spalt ist er. Ich bin fest davon überzeugt, hinter diesem Spalt ist er. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Der dicke Bursche ist dahinter. Ja, ich gebe ihm direkt den Granatwerfer. Dann ganz kurz gucken, wo habe ich. Da sind die Sachen. Ne, hier. Hier unten. Warum ist die Rohrbombe da unten? Warte mal. Ich muss mir das mal eben. Das ist die Mine. Explosivgeschoss packe ich mir mal dahin. Das packe ich mir dahin. Das packe ich mir dahin. Das dahin. Ich muss das ein bisschen. Ein bisschen sortiert haben, glaube ich. Die Explosivgeschosse und sowas, das geht dahin. Dann habe ich die Sachen da. Was ist das denn hier noch? Ach, Explosivgeschoss. Ah! Das ist alles Explosivgeschoss? Okay. Jetzt ist die Frage, muss ich da in Deckung gehen? Nicht, dass mir das um die Ohren fliegt hier. Ach, er geht schon durch. Okay, er geht schon durch. Alles klar, ich habe gar nichts gemacht. Er geht schon durch. Dann soll er durchgehen. Ich kann da nicht mal was sehen. Ich kann nur, hab nur diese Ansicht. Oh, da. Ah je. Ah, what the fuck?
Okay. Schwein gehabt. Doch noch kein Bossfight. Untersuchen. Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist euch äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unserem Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist meine Neugier, die mich an diesem Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit vier übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer ist das wohl? Wer hat all das erschaffen? Wo kam der oder die Erbauer her und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Ja, manchmal ist es manchmal so, dass manche Sachen lieber nicht hinterfragt werden sollten. Okay. Hier ist jetzt nochmal. Nochmal ein Dingens, ein Speicherpunkt. Okay, ich habe noch ein bisschen. Oh, ich habe zwei Explosivgeschosse. Dann sind es definitiv Explosivgeschosse. Okay. Mal gucken hier. Ich habe Angst vor diesem Dicken, ja? Ah, okay. Ich vermute, hier wird der Showdown sein. Und ich vermute auch, da hinten ist die Tür. Da werden wir dann weiter durchgehen müssen. Oh, guck mal, da habe ich was übersehen. Oh, warte mal. Oh, warte. Da muss ich aber mal eben ganz kurz zurück. Warte mal, vielleicht ist da irgendwas Wichtiges, was ich übersehen habe. Nochmal ein Geschoss oder sowas. Medizin. War wichtig. Ah, okay. Das hat sich gelohnt, dass ich deswegen nochmal hier hingekommen bin. Ah, okay. Das war wichtig. Wie viel Medizin habe ich jetzt? Eine. Oh, das ist nicht viel. Zwei. Ah, warum zeigt er mir hier? Ach, da ist die andere. Die alle Wunden vollständig heilt? Die Wunden vollständig heilt. Die alle Wunden. Also zwei. Ja, gut, okay. Und ich wette, es wird nicht nur der Dicke sein, sondern auch kleine Viecher. Aber das Schöne ist, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, das geht wahrscheinlich einmal im Kreis. Und ich kann hier gut Minen legen. Okay, ja dann, rüste schon mal eine Mine aus. Das ist schon mal Geschenke. Okay, dann, also mein Buch, auf geht's. Da oben ist er. Ja, Kumpel. Das ist nicht gut. Hier. Oh, er hat mich schon erwischt. Bam. Bam. Alter. Ich muss erstmal auf den Typen klarkommen. Okay, er springt. Er kann springen. Da. Er springt ja nur. Hallo? Er schreit, kleine Viecher. Hallo?
Oh, das hat weh, oder? Der hat wehgetan? Oh. Hier trifft er mich nicht, oder? Oh, oh fuck, Alter. Er wirft das Teil jetzt nicht, oder? Yo. Hier. Lieben Grüße. Oh, scheiße. Warte, warte. Ich glaube, ich habe echt wenig Damage mit den Teilen gemacht, ne? Ah, da bist du wieder. Okay, dann sollte ich gehen. Wolltest du wieder kleine Mannequin oder was? Ah ja, alles klar. Hallo. Alter, du machst mir das jetzt hier nicht zunichte. Aber. Ja, den habe ich auch noch. Stimmt. Oh, fuck. Das ist scheiße, ne? Deine Mutter lässt grüßen. Jawohl. Komm, Junge. Wie viel hält er denn aus? Okay, der hält echt viel aus. Aber er taumelt schon. Dafür habe ich die ganze Kacke hier. Oh shit, Alter. Lass mich mal durch. Nein. Oh, oh. Ja, ich habe ihn besiegt. Ich habe ihn besiegt. Oh. Ich hab ihn besiegt. Du kleiner Wicht, Alter. Wer bist du? Ja, leck mich doch. Junge. Kristalliner Hammer, Junge. Alter Falter. Wie viel von diesen Geschossen hat der denn ausgehalten? Au, Junge. Junge, Junge, Junge. Der war gut, der Kampf. Hier ist auch nichts mehr zum Looten. Er hat doch nur zweimal Freunde gerufen. Der hatte gar keine Zeit. Okay, warte mal. Dann lass mich jetzt mal eben ganz kurz wieder schnell zurück. Ich, werde mal eben einmal ganz kurz den Granatwerfer nehmen wir wieder weg. Wir nehmen das Scharfschützengewehr wieder. So. Oh ja, 104? Oh, leck mir im Arsch, ey. Okay, haben wir auch wieder ein bisschen Munition. Der Dicke war gut, ey. Kleiner, dreckiger Hund, ey. Okay, es wird gespeichert. Oh, das sieht aber nice aus hier, ne?
Ganz viele Kristallfragmente. Werden wir alle verticken. Warte mal. Dann kann ich richtig Kohle machen gerade. Ah, schön. Noch mal gucken. Also hier blitzt nichts mehr, ne? Kein Blitzdings. Okay, den sind wir auch. Das wäre auch noch ein Explosivgeschosse, wäre auch vielleicht noch was für den Wolf. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass wir den Wolf damit richtig einheizen. Wir haben auch hier alles, okay. Wir hatten unseren Bosskampf. Eigentlich kann nichts mehr jetzt sein. Also hier in dieser Area, meine ich. Da ist das Ding. Oh. Oh, geil, es gibt Bilder von dem Mädchen jetzt, von dem Baby. Oh, wow. Was? Ja, was? Was ist da los? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann. Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du. Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Okay. Verdammt. Oh, was war das? Die Flakons zum Altar bringen. Oh. Okay. Okidoki. Bin ich jetzt hier bei dem Schatz? Das war er. Ah, krass. Okay. Sehr cool. Nach hinten kann ich nicht gucken. Da ist auch nichts mehr, okay. Na dann raus hier. Ach, das ist hier nur zum Beleuchten, ne? Ich glaube. Einmal aussteigen, bitte. Ist hier irgendwas? Nee, hier ist nichts. Okay. Ach, krass. Hast du gesehen, wo wir rauskommen? Das ist ja mega nice. Warte mal, was ist hier unten? Hier unten war ich schon. Hallo. Da ist noch was. Was ist das hier? Nee, hier war ich doch noch nicht. Ich will ja nur das mitnehmen, was ich looten kann. Dann will ich hier eigentlich auch wieder raus. Das ist nicht einladend hier. Ja, das Gefühl, dass ich mich von meinem eigenen Schatten erschrecken werde. Foto eines Geisterfisches? Was für ein Geisterfisch? Soweit ist es jetzt mit uns schon, dass wir einen Geisterfisch haben. Notizen zur Kadu-Implantation. Probanden 174 bis 181. Sind die hier? Proband 174, Mihai M. Merkmale 21 männlich Silberschmied, Narben von einer Lungenentzündung.
Ergebnisse: geringe Kompatibilität. Kadu konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers, Beeinträchtigung der Wahrnehmung, typische Anzeichen eines Lykans. Auf die Weide geschickt. Bernadette B. Merkmale 21, weiblich, keine Beschäftigung, keine Vorerkrankung. Ergebnis tot. Okay. Alkina D. Merkmale 44, weiblich, Nachkomme aus Adelsgeschlecht, nicht aus dem Dorf, vererbte Blutkrankheit. Ergebnisse: sehr gute Kompatibilität, kein Wahrnehmungsverlust, kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert und zur Beobachtung entsandt. Okay. Oh, schön, ich habe ja Munition. Okay, hier haben wir auch alles. Als ob ich es geahnt hätte. Natürlich. Natürlich. Natürlich kommen die Probanden jetzt hier. Das sind aber die einzigen, weil die vierte ist ja tot. Und die wackeln immer so scheiße. Hast du gar keine Ahnung. Ich habe genug Pistolenmunition, das kann ich mal machen. Das war ja klar, dass die da sind, ne? Ich habe mich auch gewundert, wenn ich ehrlich bin. So. Und guck mal, wo wir jetzt rauskommen. Pass mal auf. Tada! Wer ist denn da? Die Tür, die verschlossen war. Da kommen wir jetzt raus. Ist hier noch irgendwas? Nee. Yay! Hallo! Sind jetzt hier wieder Feinde gespawnt? Zuzutrauen wäre es dem Spiel. Gut. Oder wir rennen einfach zum Altar durch. Ich muss. Ich muss. Hier runter. Anscheinend keine neuen Feinde. Okay. Gut. Hey Duke. Bester Mann. Ich bin hoch erfreut, dich lebend wiederzusehen. Ja. Ich würde gerne was kaufen. Ein Glück, dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Was ich eigentlich, warte mal, eigentlich wollte ich mal eben ganz kurz... Bis nächstes Mal. Nein, ich bin nur noch da, Mensch. Das schneeweiße Schaf, das Schwein. Das will ich auch noch finden. Aber jetzt nicht in dieser Folge. Ich will jetzt eigentlich... Ach, den Geisterfisch habe ich auch. Kann das sein, dass das da war, wo wir gerade waren? Nee, das ist wo... Ah. Nee, das ist doch nicht. Da war kein Schnee. Das sind die Sachen, die ich bestimmt dann brauche, um... Hier. Saftiges Geflügel. Das ist bestimmt dieses weiße Schwein. Würde ich schon gerne finden, die. So, Ankauf. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Die kannst du schon mal haben. Großer Kristall kannst du auch haben. Das kannst du auch haben. Gelbquarz. Kannst du auch haben. Die Schädel kannst du auch haben. So. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Sehe ich auch so. Okay.
Dann machen wir jetzt die Flakons. Und dann werde ich überlegen, weil dann wird Heisenberg kommen. Dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir dann auf Heisenberg und dann Mutter Miranda. Das heißt, ich werde dann nochmal, wenn wir jetzt die Flakons machen, dann in der nächsten Folge mich nochmal komplett ausrüsten. Das mache ich aber offline. Ja, da werde ich dann hier wahrscheinlich die ganzen Sachen verticken und dann nochmal gucken, was ich hier in der Werkstatt alles verbessere. Oder wir machen das zusammen. Das weiß ich noch nicht. Und dann werden wir sehen, wie es läuft. Also Duke, und ich würde gern, bevor wir das machen, wenn du wieder etwas von Wert findest. Ja. Ich speichere mal eben. Und was ich auch gerne machen würde, diese Tiere noch finden, bevor wir zu Heisenberg gehen. Weil Heisenberg wird nochmal eine neue Area werden, glaube ich. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Wir machen die Flakons und dann gucken wir mal weiter. Heisenberg aufsuchen. Das war alles? Ernsthaft? Das war jetzt alles? Ach, jetzt kommen wir hier hin, zu dem Zeremonienplatz. Okay. Aber, weißt du was? Diesen Zeremonienplatz, den machen wir dann in der nächsten Folge, weil ich, wie gesagt, erst noch die Tiere haben will, wo mich ausrüsten will. Weil ich denke, wenn wir jetzt hier hingehen, dann werden wir irgendwie unterirdisch irgendwo hinkommen. Wo ist denn Heisenberg? Ach, der ist gar nicht auf der Karte. Siehste? Der wird, das ist dann hier wahrscheinlich das Gebiet. Und dann weiß ich nicht, ob wir nochmal hierhin zurückkommen. Ja, deswegen, da werden wir noch gucken. Hier ist ein Raum, der triggert mich auch enorm, ja? Da komme ich nicht hin. Und den einzigen Gegner, den wir jetzt noch haben, ist auch noch der Wolf. Der müsste auch noch hier irgendwo rumlaufen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao.